Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das einfühlsame und schöne Kinderbuch Ich will kein Kaninchen näher zeigen. Das Buch hat 32 dünne Seiten, kostet 12,99 Euro und wird für 5- bis 7-Jährige empfohlen. In diesem Buch geht es um einen Jungen, dessen Kaninchen Sarah vor kurzem verstorben ist. Und seine Eltern denken, es wäre am besten, wenn er ein neues Kaninchen bekommen würde. Doch der Junge ist noch viel zu traurig und will kein neues Kaninchen, was er auch immer wieder sagt. Deshalb versucht er alles, um das neue Kaninchen wieder loszuwerden, das plötzlich eines Tages vor der Haustür steht. Er versucht zum Beispiel hier ganz süß Karotten hinzuhalten, um ihn von seinem Haus zum Beispiel wegzulocken. Er macht auch andere Sachen, die er denkt, das Kaninchen verschrecken würden. Doch leider funktioniert es nicht, denn das Kaninchen ist ja ziemlich anhänglich und lässt sich nicht mehr von ihm ja abschütteln oder fortschicken. Und irgendwann schafft es das Kaninchen ins Haus und gewinnt tatsächlich sein Herz. Dennoch trauert er um Sarah nach und zeigt es auch ganz deutlich, was ich wirklich ja schön illustriert finde und sehr bewegend auch, wo auch die Eltern sehen, dass ja der Junge eben noch leidet und einfach noch nicht so weit ist. Aber sie meinen es eben gut und möchten ihm einfach ja über seine Trauer hinweg helfen. Und ja, das Kaninchen hilft ihm tatsächlich durch seine niedliche und liebevolle Art mit dem Schmerz umzugehen und sich wieder auf ein neues Tier einzulassen. Uns hat das Buch sehr berührt, muss ich sagen. Die Bilder, gerade wo der Junge so traurig ist, sind unglaublich bewegend und liebevoll gemalt. Meine Kinder haben zwar keine Haustiere und kennen diese Erfahrung deshalb nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie schmerzhaft der Verlust eines Haustiers für ein Kind sein kann. Hier wird auf liebevolle Art gezeigt, dass man das Tier nicht ersetzen will, sondern lernt, den Verlust zu akzeptieren und ja, einen Weg findet, weiterzumachen. Ich fand es gut gelungen und kann es wirklich empfehlen, wenn man in diese Situation kommt oder auch einfach nur, um eine Geschichte mit Tiefgang zu lesen, die einen berührt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!